Breaking News hier bei Pearl TV. Das heißt, wir haben mal wieder gute Nachrichten für Sie. Bei unserer exklusiven TV-Premiere zeigen wir Ihnen jetzt ein neues Produkt, welches unsere Katalogkunden erst in wenigen Wochen, nämlich im nächsten Katalog, eben entdecken können. Sie sehen es heute schon und haben dementsprechend auch die besten Karten als einer der ersten, eine der kleinsten Überwachungskameras, die ich jemals gesehen habe, zu erwerben. Und diese Kamera hat unglaublich viele Vorteile und sie ist fast nicht zu sehen. Und der Preis, der ist auch fast nicht zu sehen. Zu dem kommen wir aber gleich. Sprechen wir erstmal über die Kamera. Die ist ja nicht viel größer als so ein Eiswürfel. Ist das unglaublich hier. Ich finde es immer faszinierend, was mittlerweile in unserer Zeit möglich ist. Das ist so ziemlich mit die kleinste Überwachungskamera, die ich jemals gesehen habe. Ralf hat völlig recht, ungefähr so groß wie ein Eiswürfel. Schauen Sie mal hier, mal im direkten Vergleich mal zu meiner Hand. Und sie ist so unglaublich leistungsstark. Unglaublich viele Vorteile, was dieses kleine Kerlchen alles kann, soll man gar nicht glauben für diesen Preis. Da hat Ralf ebenfalls recht. Eine Full-HD-Kamera mit einem 130-Grad-Blickwinkel und das völlig kabelfrei, weil das kleine Kerlchen hier akkubetrieben ist. Und allein der Akku, der hier drin ist, wäre, wenn die Kamera permanent laufen würde, 80 Minuten Laufzeit stark. Dadurch, dass sie aber wahrscheinlich nicht permanent läuft, sondern immer nur bei der Bewegung eine entsprechende Aufnahme vollzieht, wird der Akku doch deutlich länger halten als die 80 Minuten Laufzeit. Man könnte sie aber auch jederzeit mal mit einem Stromnetz verbinden und dann würde sie definitiv noch mehr Leistung bringen. Mein Tipp wäre vielleicht auch mal eine Powerbank dran zu packen. Aber es ist natürlich ein Highlight, dass wir Ihnen hier in kleinster Größe diese Kamera anbieten mit allem, was eine moderne Überwachungskamera zu bieten haben muss. Das heißt, ein Bewegungsmelder bedeutet, sobald sich irgendetwas im Einzugsbereich des Bewegungsmelders tut, registriert die Kamera das und nimmt innerhalb von Sekundenbruchteilen die Aufnahme vor. Wenn sich nichts mehr im Bewegungsumfeld tut, läuft die Aufnahme noch ungefähr 30 Sekunden weiter. Könnte ja sein, dass vielleicht noch mal irgendetwas anderes passiert. Klein und kompakt, das Ganze macht sie natürlich tagsüber, aber eben auch in der Nacht, weil wir hier eine insgesamt vier Infrarot-LEDs mit verbaut haben, mit locker mal 5 Meter Reichweite. Und das alles für unter 40 Euro Spitzenklasse. Selbstverständlich werden die Aufnahmen gespeichert. Sie haben einen kleinen Slot für eine Micro-SD-Karte und da passen locker 128 GB Speicher drauf. Also die Kamera kann eine ganze Menge überwachen. Ich finde es hervorragend, gerade jetzt in der Urlaubszeit hat man vielleicht dann doch ein etwas besseres Gefühl, wenn man ganz einfach mal weiß, was sich zu Hause tut. Ja, man kann natürlich jederzeit mal in die Aufnahme reinschauen. Ich halte so eine Kamera aber auch mal für durchaus sinnvoll, um zum Beispiel mal einen Wohnwagen zu überwachen, der vielleicht irgendwo außerhalb steht, wo man nicht jeden Tag unbedingt nach dem Rechten schauen kann. Vielleicht mal im Keller, im Fahrradkeller, in der Garage, im hinteren Teil des Grundstücks. Ist natürlich eine Indoor-Kamera, aber trotzdem, glaube ich, findet man überall ein windgeschütztes Plätzchen. Eine ganz tolle Kamera, aber das war lange nicht alles. Ja, eben, weil jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, also Ihre Objekte der Begierde, ob das was du gerade gesagt hast, Gäste, Wohnungen, Ferienwohnungen, Boote, Wohnwagen sind, werden immer überwacht, sobald Bewegung kommt, Aufnahme. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, weltweit mit Ihrem Mobilgerät, das kann ein Tablet, aber auch natürlich ein Smartphone sein, weltweit auf die Aufnahmen oder auf das aktuelle Bild zuzugreifen. Jetzt hast du gerade ein sehr tolles Foto von mir geschossen. Ja, aber das ist eben herausragend. Einfach auch mal fotografieren oder dann filmen. Ja, ja. Und das ist eine Kameratechnik, die mich begeistert. Ich zeige das mal ganz kurz. Gib mal gerade Küsse mit dir. Thank you. Ja. Mhm. Denn das Schöne ist, wir haben natürlich jetzt hier jederzeit die Chance, ganz einfach über die Menüführung jetzt hier auch mal zu gucken, was man alles machen kann. Sie können natürlich jetzt jederzeit eine Videoaufnahme starten. Wird dann im Speicher des Gerätes bzw. im Speicher der kostenlosen Applikation gebunkert. Das Ganze geht natürlich auch mit Fotos. Es gibt eine Alarmfunktion, das heißt, Sie können sich also auch jederzeit entsprechend benachrichtigen lassen, wenn sich im Einzugsbereich der Kamera, im Einzugsbereich des Bewegungsmelders etwas tut. Und das Geniale ist dabei, diese Kamera baut wenn Sie das zu Hause ins Netzwerk integrieren, baut diese Kamera natürlich auch hier für Sie die Möglichkeit ein, ganz einfach mal in das Live-Bild in Echtzeit hineinzuschauen. Sie können hier beispielsweise die sogenannten Push-Nachrichten einschalten. Das heißt, Sie wissen, wann die Kamera eine Bewegung registriert hat. Ja? Dann werden Sie darüber informiert. Und egal, wo Sie sind, egal an welchem Ende der Welt Sie unterwegs sind, solange Ihr Handy oder Ihr Tablet-Computer einen entsprechenden Internetempfang hat, das kann auch das ganz normale Handynetz sein, womit Sie im Internet unterwegs sind, können Sie ganz einfach mal kurz in die App reinschalten und damit das Live-Bild der Kamera zu Hause verfolgen. Ist natürlich super, wenn du zwischendurch mal schauen möchtest, vielleicht gehst du nur mal abends essen und möchtest mal sehen, was die Hunde in deiner Abwesenheit tun. Vielleicht haben Sie ein ungutes Gefühl, der Bewegungsmelder hat ausgelöst und Sie möchten mal schauen, ob bei Ihnen zu Hause noch alles in Ordnung ist, ob die Blumen auch gegossen worden sind vom Nachbarn, von einer guten Freundin oder wie auch immer. Ich halte das ganz einfach für eine tolle Möglichkeit, für kleines Geld eine gute Überwachungskamera. Ja, und diese
Kamera kann man eben wirklich in seinen eigenen Wohnräumen, Lagerräumen, Fahrradkeller oder auch natürlich in den Büroräumen gut positionieren. Für diese Kamera findet man überall Platz und dann gibt Ihnen das, auch wenn Sie mal nicht zu Hause sind, das sichere Gefühl, jederzeit auf die Aufnahmen, auf die Live-Bilder zugreifen zu können. Und Sie können ruhig auch die Alarmbereitschaft einschalten. Dann bekommen Sie nämlich, wenn Bewegung vor Ihrer eigentlich leeren Wohnung, also vor der Kamera stattfindet, dann bekommen Sie eben diese Push-Nachricht, die Ihnen dann sagt, da ist jemand. Und das ist natürlich etwas, was faszinierend ist. Und natürlich nimmt die Kamera nicht nur Stummfilme auf, da ist auch ein Mikrofon mit drin, also auch das gesprochene Wort wird dann mit aufgezeichnet. Und Sie sehen diese fantastischen Aufnahmen. Ja? Und ich denke, wenn jetzt wirklich mal der schlimmste Fall wäre, Carsten, dass ein Einbrecher gefilmt wird, der ist ganz schnell aufgrund dieser gestochen scharfen Aufnahmen überführt. Definitiv. Ist auch eine Versicherungsfrage. Sie kennen das immer, das ganze Tamtam mit der Versicherung. Ist wirklich eingebrochen? Können Sie das beweisen? Sind Sie es nicht selber gewesen, unterm Strich gesehen? Und so eine Kamera bietet dann natürlich auch den entsprechenden Beweis, um vielleicht auch der Versicherung dann entsprechend mal den Nachweis zu erbringen oder vielleicht auch bei der Polizei oder der Polizei bei den Ermittlungen zu helfen. Ist eine ganz, ganz tolle Angelegenheit für keine 40 Euro. Natürlich wird eine Halterung mitgeliefert. Die kann man sehr, sehr schön entweder anschrauben oder ganz einfach mit einem kleinen Kleber, der ist auch schon mit dabei, überall platzieren, im Winkel verstellen oder Sie stellen den kleinen Eiswürfel, sage ich jetzt mal, den Kameraeiswürfel auch einfach mal ins Regal mit hinein. Eine super Geschichte. Speicher braucht man aber natürlich ebenfalls, wenn Sie die Aufnahmen aufnehmen. Lass mich erst noch die Bestellnummer nennen. Gerne. Das ist die ZX5077 und die 569 und der Preis unfassbar. 37,99 Euro. Speicherkarte hast du angesprochen. Ja. Bis 128 GB darf die Karte groß sein. Und genau so eine haben wir jetzt noch für Sie mit dabei. Ja, das ist eine richtig gute Speicherkarte, liebe Zuschauer. Sie möchten hier Full-HD-Videos machen, das, was die Kamera eben hergibt. Auch die Nachtsichtaufnahmen sollen vernünftig gespeichert sein. Sie möchten ganz einfach Wert auf gute Qualität legen. Da empfehlen wir Ihnen hier eine Micro-SD-Karte von Intenso mit 128 GB. Ist nicht nur eine Micro-SD-Karte, das wäre die kleine hier an der Seite. Hat natürlich auch den SD-Adapter, sodass Sie diesen Speicher jederzeit auch mal für andere Gerätschaften heranziehen können. Ganz wichtig ist mir immer eine vernünftige Qualität. Ist eine Class 10, das heißt, hier hast du eine perfekte und vor allen Dingen schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und einen perfekten Preis, das kann man auch noch dazu sagen, nämlich 128 GB. Für gerade mal 22,79 Euro. Einfach damit mit dazu bestellen. Die Bestellnummer ist die ZX2798 und die 569. So, Akku betrieben, Ladekabel ist dabei. Sollten Sie kein passendes Netzteil mehr haben, haben wir hier jetzt noch ein günstiges, leistungsstarkes für Sie vorbereitet. Ja, macht natürlich Sinn. Vielleicht möchten Sie ganz gerne das Netzteil Ihres Handys verwenden, wenn das vielleicht an anderer Stelle gebraucht wird und Sie noch ein zweites oder vielleicht noch mal ein drittes Netzteil ganz einfach brauchen, haben wir die von Pearl natürlich auch im Programm. Ja. Haben wir hier den entsprechenden USB-Anschluss, das heißt, Sie können die Kamera jederzeit mit Strom versorgen, den Akku laden, Sie können auch jederzeit mal Ihr Handy oder Ihren Tablet-Computer oder jedes andere elektronische Gerät wieder mit Energie versorgen. Mein Tipp wäre bei der Überwachungskamera natürlich klar, der Netzstecker, wenn Sie sie dauerhaft mit Energie versorgen möchten, Sie können aber auch jederzeit beispielsweise mal eine Powerbank dranhängen. Dann hast du natürlich auch noch mal eine kleine Energiereserve, wenn der Akku der Kamera mal leer sein soll. Netzteile kann man immer gebrauchen, aber selbstverständlich, auch fürs Handy und andere Geräte. Deshalb für Sie noch mal die Bestellnummer, die SD2201 und die 569. Der Preis gerade mal 5,69 Euro. Und weil die Nachfrage nach unserem Highlight hier, nach unserer nagelneuen Kamera, dass die TV-Premiere heute so groß ist, zeigen wir sie Ihnen nochmal. WLAN, ins WLAN gebunden, Überwachungskamera, Moment. Bewegungssensor, Nachtsicht, Weitwinkelobjektiv. Übrigens, wenn Sie zu Hause Sprachassistenten haben, dazu ist er auch noch kompatibel. Und das Ganze nicht für Hunderte von Euros, wie man es von früheren Überwachungskameras kennt, sondern für gerade mal 37,99 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX5077 und die 569. Und das ist für mich die kleinste im WLAN befindliche Überwachungskamera, die ich jemals vorstellen durfte. Und der Preis ist auch sowas von klein. Das heißt, für Sie zuschlagen. Es ist exklusiv für Sie die TV-Premiere weit vor unseren Katalogkunden. Haben Sie jetzt die Möglichkeit, die neueste Sicherheitstechnik sich nach Hause zu holen. Deshalb ran ans Telefon und dann fühlt man sich sicher.